Liebe Genossinnen, liebe Genossen, zurzeit wird auf der europäischen Ebene hinter verschlossenen Türen über ein Abkommen verhandelt, das weitreichende Konsequenzen für unsere Arbeits- und Lebensbedingungen hat. Ich beziehe mich auf das Abkommen, was heute schon ein paar Mal erwähnt worden ist, TTIP, das sogenannte transatlantische Freihandelsabkommen. Wir, die Linke, fordern einen sofortigen Stopp dieser Verhandlungen. Wir fordern einen Stopp für diese Verhandlungen, für die im Übrigen unsere Vertreter im Europäischen Parlament im Gegensatz zur SPD niemals ein Mandat gegeben haben. Wir fordern einen Stopp dieser Verhandlungen aus folgenden Gründen. Erstens, bereits die Tatsache, dass über ein Abkommen, was wirklich einschneidend ist, was unsere Arbeits- und Lebensbedingungen angeht, geheim verhandelt wird, mit maßgeblicher Beteiligung der Vertreter der Industrie, allein diese Tatsache verbietet es, dass das überhaupt verhandelt werden kann. Das ist keine Grundlage. Wir fordern die Veröffentlichung aller Protokolle, all dessen, was hier hinter verschlossenen Türen gemacht wird. Wir brauchen eine umfassende Transparenz. Zweiter Punkt. Das, was wir wissen, und wir wissen ja noch gar nicht alles, das, was wir an Inhalten wissen, ist äußerst besorgniserregend. Es geht ja um die Abschaffung sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Das ist ein schönes, ja, verharmlosendes Wort für das, was wirklich damit gemeint ist. Nämlich, es geht darum, Regeln, Standards abzuschaffen, die den Interessen der Konzerne, der transnationalen Unternehmen, der multinationalen Unternehmen entgegenstehen. Es geht nicht nur um das bekannte Chlorhähnchen, was inzwischen sehr bekannt geworden ist. Dieses Chlorhähnchen ist ja nur die Spitze des Eisbergs einer breiten Absenkung von Standards im Hinblick auf den Verbraucherschutz. Ich denke nur etwa an genmanipulierte Lebensmittel. Nur die Spitze eines Eisbergs für die Absenkung von ökologischen Standards und vor allen Dingen auch für die Absenkung von sozialen Standards und Standards, was das Arbeitsrecht und den Arbeitsschutz angeht. Ich möchte daran erinnern, dass in den USA noch nicht einmal die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation voll anerkannt sind. Und da handelt es sich wirklich um elementare Rechte. Ich will noch mal an die vier Grundprinzipien dort erinnern. Das ist das Recht auf Kollektivverhandlungen, das Recht auf Gewerkschaften. Das ist die Beseitigung der Zwangsarbeit. Das ist das Verbot der Kinderarbeit. Und das ist das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Das ist ja nun wirklich elementar. Und wir wollen sehr viel größere, breitere Standards haben, die jetzt mit diesem Abkommen, wenn es denn umgesetzt würde, in Gefahr gerieten. Und es gibt einen dritten zentralen Punkt, nämlich den sogenannten Investorschutz, den heute Morgen Hans-Jürgen Urban zu Recht als neoliberales Bubenstück bezeichnet hat. Um was geht es? Es geht darum, dass alles abgeschafft werden soll, was den Investitions- und Profitinteressen großer Unternehmen und Konzerne entgegensteht. Und was der Gipfel ist, das soll noch nicht mal gemacht werden in einer Form, die Mindeststandards rechtsstaatlicher Prinzipien unterliegen, sondern gegen solche Regeln, das heißt politische Regeln, können entsprechend dieses Abkommens die Unternehmen klagen, und zwar nicht vor ordentlichen Gerichten, sondern es wird eine eigene private Schiedsgerichtsbarkeit errichtet, die sozusagen auf die Ebene von nationalen Rechten gestellt wird. Und das ist nun wirklich der absolute Gipfel, dass sozusagen elementare demokratische Grundrechte, Elemente der demokratischen Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt werden sollen. Und deswegen fordern wir einen Stopp dieser Verhandlungen.
Wir fordern aber auch, weil es ja nicht das einzige Abkommen ist, sondern weil es ja auch schon bereits andere Abkommen gibt. Und es gibt ein Abkommen, was schon fast zu Ende verhandelt ist, aber noch nicht ratifiziert ist. Das ist das CETA-Abkommen, das kanadisch-europäische Abkommen. Und deswegen sagen wir, CETA verhindern, TTIP stoppen, das spricht, das ist eine notwendige Forderung, weil das ist der Punkt, der uns in unseren Interessen beschneidet. Würde ein solches Abkommen umgesetzt werden, wäre dies die Ohnmacht der Politik. Wir könnten politisch überhaupt nicht mehr eingreifen. Und wir wollen Politik machen für die Menschen und nicht für die Großkonzerne. Vielen Dank.